Hallo ihr Lieben und willkommen zu Kraut und Küche. Heute habe ich wieder ein schönes Thema für euch, nämlich aus gegebenem Anlass Ostern. Ostern kennen wir ja alle eher als ein christliches Fest. Vielleicht hat sich der eine oder die andere von euch ja schon mal gefragt, was da eigentlich die Eier zu suchen haben oder der Osterhase. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass das Osterfest eigentlich viel, viel, viel älter ist als das Christentum. Und dass auch gerade diese Symbole wie der Osterhase oder die Eier eben auch schon aus einem Frühlingsfest kommt, also einem eher heidnischen Ritual, das viel älter ist. Vielleicht sagt euch ja auch der Begriff Ostara etwas. Ostara ist der Name einer altgermanischen Göttin und das Fest der Ostara sollen damals schon die alten Kelten und die alten Germanen gefeiert haben. Manche sagen auch, dass die Ostara eigentlich eine Erfindung ist, die in der Zeit der Romantik entstanden ist. Da hat Jakob Grimm in alten, altenglischen Quellen etwas gefunden über die Göttin Eoste. Und daraus hat er sozusagen Ostara gemacht und damit einen ganzen Mythos daraus gesponnen. Und die Romantiker haben das auch gerne aufgenommen. Aber auch wenn dieser Begriff Ostara für die Göttin, für die Frühjahrsgöttin, viel in der Kritik steht, dieses Fest des Frühlings und auch die weiße Göttin hat es wohl tatsächlich gegeben. Zumindest wurde es immer schon gefeiert. Und da spielen dann eben auch die Eier wieder mit rein und der Hase. Also dieser Mythos von der Frühlingsgöttin ist eigentlich der von der weißen Göttin. Und weiß steht hier für Jugendlichkeit, für Heilung und für einen Neubeginn. Und das ist ja auch irgendwie ganz logisch, wenn man sich das vorstellt, wie die Leute damals gelebt haben. Es war Winter, alles war düster, es war dunkel und dann auf einmal kam im Frühjahr das Licht zurück. Ostern oder Eoste hat auch dem Ursprung nach mit Osten zu tun. Also aus dem Osten kam das Licht. Übersetzen kann man das auch mit Morgenröte oder Morgenlicht. Es war also sozusagen der Morgen des Jahres, wo das Licht wieder kam und das Leben wieder spross. Und man sagt auch, die Ostara, also diese weiße Frühlingsgöttin, fuhr auf einem Wagen, der eine riesige Schneise zog. Und in dieser Schneise fing dann wieder alles an zu wachsen und zu blühen. Darum finde ich diesen Ort hier mitten im Wald, wo die Buschwindröschen so schön blühen, auch ganz schön symbolisch für den Frühling. Das sind diese weißen Blüten, die jetzt überall rauskommen und die das neue Leben und die neue Lebenskraft anzeigen. Also diese weißen Blüten waren eigentlich ganz typisch für das Frühjahr. Die Buschwindröschen kamen raus, die Schneeglöckchen waren weiß, der Weißdorn blühte. Also verschiedene Blüten, die jetzt hochkamen, dann kam das Gelb mit dem Löwenzahn. Das waren alles so die Frühjahrsblüher, die das neue Leben angezeigt haben. Wo kommt der Hase da jetzt ins Spiel? Der Wagen der Göttin Ostara wurde gezogen von einem Hasen. Und sie selbst saß in diesem Wagen und hatte eine weiße Lilie, also auch wieder eine weiße Blume als Symbol des Neubeginns. Es gibt auch das Gerücht, dass der Hase eigentlich erst viel später kam und das heißt sogar, der Hase sei aus einem missglückten Gebäckstück entstanden. Er sollte nämlich eigentlich ein Lamm werden. Hinterher sah es aus wie ein Hase. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall ist der Hase auch immer schon ein Symbol gewesen für Fruchtbarkeit. Klar, er hat ganz viele Nachkommen, wie die Karnickel. Und im Osten, im Nahen Osten, hat man auch immer den Hasen mit dem Mond in Verbindung gebracht. Und da kommt auch wieder unsere weiße Göttin ins Spiel, die viel mit dem weißen Mond und dem Hasen zu tun hat. Also Fruchtbarkeit war ein ganz wichtiger Begriff. Darum ging es eigentlich in diesem Frühjahrsritual. Ähnlich auch das Lämpchen, also das Lamm. Die Lämmer kamen auch im Frühjahr und standen eben auch für Fruchtbarkeit. Das Ei passt quasi genau mit in dieses Thema, denn auch das Ei ist natürlich ein Symbol für Fruchtbarkeit und auch für Wiedergeburt. Da kommt also das neue Leben ganz am Anfang wieder in Form eines Eis. Warum sind die Eier bunt? Früher hat man die Eier eigentlich fast nur rot gefärbt und rot stand für die Farbe des Lebens, so wie eben auch das Blut rot war. Es gab auch bestimmte Pflanzen, die man mit Ostern in Verbindung gebracht hat, da zum Beispiel die Schafgarbe. Die Schafgarbe gilt auch heute manchen noch als die Pflanze des Lichts und der Lebenskraft und auch der hellen Lichtkraft, die zum Beispiel Dämonen vertreiben kann. Ein Brauch war es zum Beispiel, dass man Eier mit Schafgarbenblättern umwickelt hat und sie dann erst gefärbt hat. Und so hatte man auf dem Ei wunderschöne Muster durch diese kleinen, zarten Schafgarbenblätter. Also auch was Schönes, was ihr jetzt vielleicht zu Ostern wiederbeleben könnt. Eine andere Heilpflanze, die man zu Ostern traditionell viel genutzt hat, habe ich schon erwähnt, nämlich der Löwenzahn. Der blüht nun nicht weiß, aber dafür gelb. Und auch gelb war so eine Farbe des Lichts und der neuen Lebenskraft. Und der Löwenzahn blühte ja nun auch gerade um Ostern herum. Man hat also viel auch mit den Löwenzahnblüten gemacht oder auch mit den Blättern und hat sie als Salat gegessen, sich Sirup daraus gemacht oder
sich einfach die Blüten über das Essen gestreut. Tatsächlich hat der Löwenzahn, das hat man inzwischen rausgefunden, ganz viele Heilkräfte, unter anderem viele wichtige Bitterstoffe, ganz viel Vitamin C, viele Mineralien sowie Eisen und Magnesium. Und ganz besonders heilkräftig soll auch der Saft des Löwenzahns sein. Ich habe gerade neulich erst den Tipp gehört, bei Sonnenbrand soll man sich die Löwenzahnblüte mitsamt Blüte und Stängel abpflücken und sich dann diesen Milchsaft aus dem Löwenzahn einfach auf den Sonnenbrand streichen. Und das soll wunderbar helfen, da braucht man wirklich gar keine andere Salbe mehr. Also ein kleiner Tipp für euch zu Ostern, wenn ihr da was mit Wild- und Heilpflanzen machen wollt, geht mal raus und guckt, ob ihr diese kleinen, zarten Schafgarbenblätter irgendwo findet. Und natürlich den Löwenzahn, den seht ihr bestimmt überall jetzt schon blühen. Traditionell vor Ostern, also am Gründonnerstag, im Christentum, der Tag des letzten Abendmahls, hat man früher die neuen Kräutersuppe gegessen. Und das war sozusagen eine magische Kultspeise. Die 9 war immer schon eine magische Zahl, weil es die vollkommene Zahl ist im Zyklus von 1 bis 9. Außerdem ist sie auch die 3x3. Also die 9 Kräutersuppe hat man tatsächlich an Gründonnerstag traditionell gegessen, so dass eben der Gründonnerstag auch seinen Namen bekommen hat, der grüne Donnerstag. Ist auch was Schönes, was ihr machen könnt, rausgehen und gucken, ob ihr 9 verschiedene Wildkräuter findet. Traditionell war da drin das Gänseblümchen zum Beispiel, die Schafgarbe auch, der Sauerampfer oder hier auch im Wald schön zu finden, der Sauerklee. Dann haben wir den Giersch und die Brennnessel natürlich und der Löwenzahn. Verschiedene Kräuter, die ihr euch in eure neuen Kräutersuppe tun könnt und ein schönes Rezept dazu, schreibe ich euch noch unter dieses Video. Ja, was gibt's noch zu Ostern zu sagen? Manche sagen auch, dass Ostern sich ableitet von der Silbe aust und das bedeutet auf Altgermanisch so viel wie glänzen, scheinen. Und auch hier haben wir also wieder das Thema Licht, neue Lebenskraft, neuer Glanz, der jetzt wieder ins Leben einzieht. Dann gibt es noch das Osterfeuer und das ist ja auch was, was strahlt und glänzt. Und auch was, indem man das Alte, was man loswerden wollte, verbrennen konnte und das dann umgewandelt wurde. Da haben wir wieder die Wiedergeburt in neues Leben und ein neues Jahr und neue Fruchtbarkeit. Und Osterfeuer sieht man ja jetzt auch immer noch. Die haben eben auch eher einen heidnischen als einen christlichen Ursprung und sind eine schöne Gelegenheit, sich für sich selbst dieses neue Jahr und das neue Frühjahr zu feiern und alles Alte loszulassen. Ihr könnt euch vielleicht da auch Altes, was ihr loslassen wollt, einfach auf Zettelchen schreiben und das ganz bewusst ins Feuer werfen. Und vielleicht stellt ihr euch dann auch gleich noch vor, was denn an schönem Neuen daraus wieder entstehen soll. Das Frühlingsfest hat man früher übrigens zur Tag- und Nachtgleiche gefeiert. Man hat also erkannt, ach, jetzt ist die Zeit, wo die Nacht genauso lang ist wie der Tag und der Tag so wie die Nacht. Und das war das Zeichen, dass jetzt der Frühling kommt und also dieses Fest gefeiert wurde. Die Christen haben Ostern dann anhand dieses Festes quasi festgelegt. Ostern ist nämlich auch heute noch immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Tag- und Nachtgleiche. Ja, also so viel zum Thema Ostern von mir. Und wenn ihr jetzt sagt, eigentlich möchte ich gar keine Ostereier an Ostern haben, weil das heutige Industrieei auch mit Wiedergeburt oder Fruchtbarkeit gar nicht mehr viel zu tun hat, dann, kleiner Tipp, überlegt euch doch mal, was ihr mit dem Thema Wiedergeburt oder Fruchtbarkeit verbindet. Vielleicht findet ihr irgendwas anderes Schönes. Vielleicht ein paar frische, eingesäte Kräuter oder Pflanzen oder auch ein symbolisch geformtes Gebäck, wie man das früher gemacht hat, einen geflochtenen Osterkranz oder verschiedene andere Sachen, die für euch Wiedergeburt und neues Leben symbolisieren. Ich bin gespannt, was ihr da findet und schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ja, wie gesagt, noch mehr Infos rund um Ostern und vielleicht auch ein paar Rezepte findet ihr hier in der Videobeschreibung und ich melde mich das nächste Mal wieder mit ein paar Heilkräutern, mal sehen, was ich dann rund um Mai oder auch rund um Walpurgis oder dann rund um Johannes noch alles finde. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und frohe Ostern. Tschüss!